Hey Leute, ich bin MacPaverick. Ja, in dieser Videoanleitung möchte ich euch mal zeigen, wie man Löwenzahn entfernen kann, wie man dabei vorgeht, dass man das auch nachhaltig los wird, dass es nicht wieder wächst, weil ja, Löwenzahn ist da ein bisschen tückisch. Und ja, mehr dazu nach dem Intro. Der Löwenzahn ist auch bekannt als sogenannte Pusteblumen. Kinder lieben das, die pusten das gerne durch die Gegend und der Wind natürlich auch und somit vermehren sich die Pflanzen dann. Das heißt, wenn ihr die Vermehrung eindämmen wollt, ist es immer ganz wichtig, wenn ihr seht, dass so eine Pusteblumen da sind, dass ihr zumindest die Köpfe der Pusteblumen entfernt, damit diese sich nicht weiter vermehren. Ja, wenn man die Pflanze jetzt entfernen will, ist es wichtig, dass man die ganze Wurzel mit erwischt, weil ansonsten treibt die Pflanze wieder neu aus. Unkraut ist da sehr, sehr hartnäckig, muss man wirklich sagen. Und wenn ihr viel Löwenzahn habt oder ihr es im Rücken habt, dann empfiehlt sich sogar einen Löwenzahnstecher zu kaufen. Ansonsten kann man aber auch hier ein ganz normales Küchenmesser nehmen. Das mache ich immer, weil ich gar nicht so viel Löwenzahn in meinem Garten habe. Wenn ich was sehe, dann steche ich es immer gleich raus und dann habe ich höchstens meine 2-3 Löwenzahnpflanzen, die ich da eben rausstechen muss. Wie geht ihr jetzt vor? Am besten macht ihr das, wenn das Wetter ein bisschen feuchter ist oder ihr den Rasen gerade gegossen habt. Dann kommt ihr mit dem Messer wesentlich besser in den Boden rein. Ja, ihr geht dann einfach erstmal an die Pflanze heran, dass ihr genau seht, wo die Pflanze überhaupt hier wächst. Und dann stecht ihr ringsherum die Pflanze aus mit dem Messer, geht schön tief mit der ganzen Klinge rein, so tief es geht. Bei mir ist hier der Boden unten noch recht hart, dadurch, dass es doch sehr trocken war in letzter Zeit. Deshalb komme ich gar nicht viel, viel tiefer rein, aber mal schauen, ob ich alles erwische. So, und raus ist die Löwenzahnpflanze. Jetzt schauen wir uns mal das Loch an. So, da ist nichts mehr von einer Wurzel zu sehen. Ja, war auch noch recht klein, die Löwenzahnpflanze. Habt ihr alles rausbekommen? Ah, hier, seht ihr? Daneben ist auch noch ein Blatt. Das kann ich dann auch noch mal gleich rausstreichen. Das muss man auch sehen. So. Ja, ein bisschen Rasen geht dann auch immer verloren. Die Löcher, die dann übrig bleiben hier, die könnt ihr dann mit ein bisschen Erde, was ihr auch gerne von der Wurzel dann hier so entnehmen könnt, auffüllen, dass wirklich am Ende nur die Wurzel überbleibt. Seid aber vorsichtig, dass da keine Wurzeln mit reingelangen. Ansonsten könnt ihr auch andere Erde vom Blumenbeet irgendwie so ein bisschen nehmen und das auffüllen. Diese kleinen Rasenlöcher, die schließen sich dann bei einem gepflegten Rasen hinterher von alleine. Da braucht ihr jetzt auch nichts nachsehen oder sowas. Das ist dann ja relativ einfach erledigt. Ja, so ein kleines Messer hier, das kann wirklich schon ein ganz guter Gartenhelfer sein. Man kann das zum Beispiel auch nehmen, um ein paar Steinfugen auszukratzen, um da den Unkraut zu entfernen. Oder eben, wie gesagt, um Löwenzahn nachhaltig damit zu entfernen. Ich hoffe, dieser kleine Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Paverick.